Das folgende Video wird euch präsentiert von Boostbox. Für kurze Zeit gibt es in der Keystro Edition PC-Reihe den Totenbeschwörer. Mit einem AMD Ryzen 7 7800 und einer GeForce RTX 4070 Ti die perfekte Gaming-Maschine für den Zockerherbst. Nur 2199 Euro und nur für kurze Zeit. Willkommen zurück zu einer weiteren packenden Folge Spider-Man 2. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz angespannt mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte spannende, packende Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Gewinnspiel läuft. Für die Leute, die fragen, ja, wie lange läuft das denn? Bis Freitag, diesen Freitag läuft das Gewinnspiel bis 0 Uhr. Am Samstagmorgen werden die Leute angeschrieben, kommentieren und bewerten mit eurem Discord-Namen und schon seid ihr mit dabei. So einfach ist das Ganze. So, wir rüsten noch irgendwas auf und dann müssen wir uns Kraven im Bossfight stellen. So. Was haben wir hier? Die Geschwindigkeit erhöht sich. Tja, leider nicht drin. Lass es raus! Oh Mann. Oh Mann. Warum versteckst du deine Stärke vor mir? Du nennst mich einen sterbenden alten Mann. Ja. Und doch bin ich hier. Halt die Klappe. Komm, zerschmettere meine Knochen zu Staub. Überlass meinen Körper den Maden und Feldmäusen. Klappe! Jetzt erstmal ordentlich auf die Nase geben. Ah, er macht die Glocke wieder an. Und wieder Bomben. Ich brauche mehr Abstand. Du kannst dich nicht verstecken. Du willst auf die Fresse? Boah, wie viele sind das? Ich sehe das Netz. Argument. Sieh an. Dieser Klang. Ich kann nicht. Oh. Nervige Glocke. Mehr. Rassenstücke. Ich reiß dich auseinander. Tu es, oder ich häng deinen Körper als Trophäe an meine Wand. Gott, diese Bomben, wie viel hat er davon? Bam! Na, tat's weh. Oh, holt jetzt Hundis. Kannst du nicht selbst kämpfen? Ich brauche irgendwelche Hundis, der alte sterbende Mann. Ah, ich verstehe. So viele Jahre habe ich auf ein Raubtier gewartet, dass es schafft, mich zu besiegen. Genug geredet! Und dann fand ich die. Und du wirst es bereuen. Nein, werde ich nicht. Ich lasse keinen Gott über mein Schicksal entscheiden. Melodramatisch, as always. Ah, wo ist er? Hier drüben. Bams, bams, bams. Und noch so einen hinterher. Angriff! Oh, nö. Die Viecher blocken wieder meine Fähigkeiten. Oh. Ah, genau jetzt, wo alles wieder bereit ist, kommt dieser nervige Köter. Habe ich ihn? Ich glaube ja. Oh. Ich hab den Köter immer noch nicht. Die leben sogar noch beide. Wundervoll.
hältst dich immer noch zurück. Töte oder werde getötet. Fester! Stopp! Nein! Tut mir echt leid, aber ich... Hey, ich bin's nur! Wow. Alright. Du hättest ihn fast umgebracht. Was tust du? Du bist im Weg, Miles! Immer nur im Weg. Ah! Ich hätte alles in Ordnung gebracht. Wie? Wow. Indem du ihn erwürgst? So sind wir nicht. Versuch nicht, mich zu belehren. Du bist es doch, der vor sein Problem wegläuft. Du bist es, der nur auf Rache aus ist. Rache? Ich wollte nur meine Familie beschützen, dich beschützen! Du bist nicht besser als ich! Das sag ich ja auch nicht! Du bist stärker als ein Anzug! Pete, hör nicht auf ihn! Und stattdessen soll ich auf dich hören? Ja, hör auf mich! Wovor hast du solche Angst? Die Glocke, Junge, die Glocke! Schön auf die Glotzke ist, mein Freund. Wow. So ist gut. Raven ist noch am Leben, ne? Ich brauch diesen Anzug. Er macht mich zum besseren Spider-Man. Du willst ihn doch nur für dich selbst. Was ich will, ist dich zu retten. Ich bin der Held. Ich werde nicht gerettet. Warum tust du das? Ich hab dich erschaffen. Du verlangst alles mir. Ich weiß, du meinst das nicht so. Ich wollte nichts als alle zu retten. MJ! May! Jetzt glaubt die ganze Stadt, ich bin das Problem! Du glaubst, ich bin das Problem? Aber das bin ich nicht! Ich bin die Lösung. Oh, Venom wird richtig fies. Kann ich schon wieder an die Glocke? Vielleicht würde etwas Venom helfen. Irgendwie ein bisschen doof, dass Miles Kräfte halt auch Venom heißen, ne? Weiß nicht, das killt so ein bisschen den Namen Venom. Aber schon sehr episch, das Ganze. Ich muss die Glocke benutzen. Ich kann das nicht aufgeben. Endlich bin ich all das, was alle von mir erwarten. Ja? Du nimmst nicht mal mehr meine Anrufe an, Mann. Der Spruch eben. Du gehst nicht mal in dein Handy, Bruder. Und was ist mit MJ? Du hättest sie töten können. Ich weiß, dass du leidest, Pete. Aber du bist besser als das. Ich weiß. Aber... Nein. Wow. Die Leute, die mir wichtig sind, sie sterben.
Ich habe ihr die Schuld gegeben. Sie braucht einen Helden und... Hätte ich geglaubt, dass ein Anzug sie retten kann, könnte ich in deiner Lage sein. Aber solche Kräfte sind der Grund, warum sie tot sind. Nicht du, nicht ich. Sei still! Bam! Wow, 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 wow. Come on. Oh, das hätte ich klauen können. Eine Venom Ball. Lim, 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 lim. Na, schmeckt's? Kann ich's nochmal bimmeln? Bam. Wir müssen stärker sein als das. Dieses Mal musst du dich selbst retten. Ich kann nicht. Autsch. Du musst. Ich werde dich nicht verlieren. Aber krass, wie übel Miles eigentlich dagegen hält, ne? Ist die Glocke wieder frei? Nein, er hat sie wieder zugegist. Oh, Pech gehabt. Wow. Uff. Pete, komm schon, Mann. Los, konzentrier dich auf mich. Komm schon, du bist stärker als das. Hörst du mich? Der passt da rein? Echt jetzt? Komm schon. Weg hier. Die letzten paar Tage. Es tut mir leid. Vielen Dank für alles. Das tun Spider-Man. Spider-Man hat mich nicht gerettet, sondern Miles. Was jetzt? Ich muss mit Dr. Connors reden. Er weiß, wie man ihn vernichtet. Was ist mit Harry? Ich dachte, er braucht ihn. Sein Dad arbeitet an einem anderen Heilmittel. Und diesmal eins ohne Aliens. Also, wenn du mich brauchst, dann ruf einfach an. Sobald meine Mom weiß, dass ihr Sohn noch lebt. Okay. Schön, dich wieder zu haben, Mann.
Wow, was Dr. für Connors, ein der Fight. Anzug ist ab. Er ist versiegelt. Aber was mache ich jetzt? Bringen Sie ihn zum Oscorp Tower. Da gibt es einen Tank, der ihn bändigen kann. Ich muss ein paar Dinge vorbereiten. Ich gebe Bescheid, wenn ich unterwegs bin. Eine Sache noch, bevor wir uns treffen. Wie fühlen Sie sich jetzt ohne den Symbionten? Gut. Erleichtert, dass es vorbei ist. Beschämt wegen meiner Taten. Es ist nicht Ihre Schuld. Wir wissen noch viel zu wenig. Falls Sie Stimmungsschwankungen oder Ähnliches verspüren, geben Sie Bescheid. Aber es ist weg. Ich bin geheilt, oder? Höchstwahrscheinlich. Ja. Achten Sie nur darauf, dass er versiegelt bleibt. Verstanden. Okay. Ich habe die Stadt zu lange vernachlässigt. Howard scheint Hilfe zu brauchen. Flitze ich jetzt mit einem Venom-Tank durch die Stadt? Ist das ein Skin? Spider-Man mit Tank? Nee. Wäre aber witzig gewesen. Aufgerüsteter Anzug. Ich brauche mehr Heldenmarken. Ich brauche unbedingt mehr Heldenmarken. Ist die Stadt jetzt eigentlich wieder einigermaßen frei für uns? Yes. Yes. Können wir mal hier ein bisschen wieder weitermachen nach der ganzen Action. Howard braucht Hilfe? Wieder der Vogeldude? Ja, MJ weiß es noch nicht. Hallo? MJ, der Anzug ist jetzt ab. Und es tut mir leid, dass... Red weiter. Dass ich dich und alle, die mir wichtig sind, wie Dreck behandelt habe. Ich bringe den Anzug zu Oscorp, bis Dr. Connors und ich eine Idee haben, was wir damit machen. Weiß Harry Bescheid? Nein. Aber Norman arbeitet an einem anderen vielversprechenden Heilmittel. Wir werden Harry retten. Tja, es ist schön zu hören, dass du wieder wie du selbst klingst. Erledige dein Zeug. Wir sehen uns zu Hause. Ich werde mich noch oft entschuldigen müssen, wenn das vorbei ist. Eins nach dem anderen. Ist aber auch ein bisschen unfair wieder von MJ, weißt du? Da merkt man halt wieder Frauen und Kerle, ne? Dr. Connors sagt gleich so, ey, ich weiß ja, ich bin rational denkender Mann. Ich weiß, dass es nicht ihre Schuld ist, Peter. Der Symbiont, wir wissen zu wenig, der vernebelt den Geist. Das war mir schon irgendwie bewusst, bla bla bla. Und MJ gleich so, ja, schön, dass du wieder so ein bisschen wie du klingst. Aber, ja, ne, ich will da jetzt nichts groß viel sagen. Deine Entschuldigung habe ich eigentlich erst auch nicht angenommen. Erst wollen sie Gebäude niederbrennen, jetzt brandmarken sie Leute. Da ist das Narrenfeuer. Also, schauen wir mal, ne, wenn wir zu Hause sind. Ich meine, Pete kann ja nicht mal was dafür. Pete ist der gutherzigste Mensch der Welt. Sie tut so, als hätte sie ihn irgendwie, als hätte er sie irgendwie betrogen. Na, muss ich mal gucken, ob ich das verzeihen kann, dass du ein Alien hattest, das dich übernommen hat. Ist ja schon quasi, ne, du hast mich behandelt wie Dreck, Pete. Danke für die Hilfe. Ich will nur mit dir mithalten. Das geht? Das wusste ich noch gar nicht. Cool. Und wieder ein bisschen gelevelt. Und wieder ein Fähigkeitenpunkt. Anzugsmäßig gibt's... Nothing new. Für Miles irgendwas Neues bekommen? Wie viele Across the Spider-Verse-Anzüge gibt es denn? Ganz schön Promo hier am Schieben, ne? Gehen wir mal rüber zu Biden. Okay, ich bin jetzt zum Oscorp Tower unterwegs. Gut, wir sehen uns dort. Alright, da drüben dachte ich ganz kurz, ich hätte noch irgendwie einen Spider-Bot gesehen, aber nö. Ist keiner hier. Aber hat denn Norman wirklich ein vielversprechendes Heilmittel? Also es sah für mich eher so aus, als würde er verzweifeln und wüsste nicht, was er tun soll. Wäre jetzt mal so meine Expertise, ne?
kann ich nicht bestätigen, dass das nach einem guten Heilmittel aussah, was sich da angebahnt hat. Aber wer bin ich schon, sowas zu beurteilen? Schurken, die Waffen verkaufen? Mein Einsatz! Schau mal hier. Wenn du damit jemanden triffst, wird er pulverisiert, bevor er blinzeln kann. Okay, klingt nice. Wo kann ich sowas kaufen? Ist das da? Spider-Man ist erledigt! Ihr habt hoffentlich eine Quittung! Ich will auch so einen zu Boden! Alter, mittlerweile ist das ein Feuerwerk, ne? Was wir hier losschufen. Tja, don't mess. Die Stadt wird hier aufräumen. With Spider-Man. So, ihr freundlichen Spinnen aus der YouTube-Nachbarschaft. Ich würde sagen, hier ist auch wieder ein ganz guter Moment für einen kleinen Zwischenbreak. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und...